Hallo YouTuber, heute werde ich euch zeigen, wie ihr das MacBook Pro von Mitte 2012, den RAM und eine SSD einbaut neu. Viel Spaß nach dem Intro! Ja, wie eben schon erwähnt, haben wir hier erstmal unseren RAM. Ich habe den von Crucial genommen, extra für Mac. Das ist dieses 8 GB Dual Channel Kit mit 1600 MHz RAM Speicher. Und dazu haben wir noch eine OCZ Octane SSD mit 128 GB. Nun kommen wir zum Einbau. Viel Spaß! Als erstes drehen wir unser MacBook erstmal auf den Kopf, damit wir an die Unterseite rankommen. Dann entfernen wir diese lustigen Schrauben. Die 10 Stück auf der Unterseite. Eines hier, hier, diese, 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 diese und diese. Damit das Ganze ein bisschen schneller geht, spulen wir das jetzt vor. Nun haben wir den Deckel dann auch schon gelöst. Wir fassen hier hinten in die Kerbe rein und ziehen den Deckel hoch und heben ihn vorsichtig ab und legen das frei, was da drunter ist. Bevor wir jetzt an die Elektronik gehen, fassen wir zunächst erstmal an einen Heizkörper an, um uns statisch zu entladen, da sonst Bauteile dabei beschädigt werden können. Um das MacBook nicht im Inneren zu beschädigen, müssen wir zuerst den Stromstecker vom Board lösen. Dazu nehmen wir so einen Plastikhebel und gehen vorsichtig unter diesen Stecker drunter und heben ihn vorsichtig an. Das macht sich ein bisschen schwierig. Wichtig dabei ist, nicht mit Gewalt, sonst könnte der Stecker abreißen und dann geht hinterher gar nichts mehr. Sollte aber an sich recht einfach gehen. So, dann haben wir diesen Stecker abgelöst. Das sorgt dafür, dass das Board nicht mehr mit Strom versorgt wird, da wenn wir den RAM-Speicher austauschen und die Festplatte wechseln, könnten Spannungen entstehen und die Bauteile zerstören. Und das wollen wir ja nicht. Kommen wir nun zu Schritt 2. Jetzt bauen wir den RAM-Speicher aus. Dazu gehen wir links und rechts an diese Hebel, drücken diese beiseite, dass der RAM-Speicher hochkommt und ziehen den Riegel vorsichtig heraus. Das Ganze machen wir mit dem zweiten auch. Wieder links und rechts anfassen an dem Hebel, zur Seite drücken und gucken, dass der Speicher rauskommt von alleine. Dann ziehen wir ihn vorsichtig schräg raus und dann haben wir auch diesen zweiten. Dann nehmen wir auch schon unsere neuen Speicher, packen diese aus vorsichtig, da sind sie dann auch schon. Dann passen wir auf, dass diese Kerbe mit der da unten übereinstimmt, setzen diesen Speicher wieder vorsichtig an, leicht schräg, drücken ihn leicht in den Schlitz rein und drücken ihn vorsichtig runter, bis er einrastet. Das Ganze machen wir mit dem zweiten auch noch. Wieder auf die Kerbe achten. Hier unten in dieser ansetzen. Leicht schräg. Festdrücken und runter. Wenn der RAM-Speicher fest drin ist, wackelt er nicht mehr so doll. Kommen wir nun zu Schritt 3. Der SSD-Einbau. Als erstes benötigen wir einen Schraubendreher, wieder Kreuz, und lösen diese beiden Schrauben, eine hier und eine hier. Ihr müsst euch keine Gedanken machen, die Schrauben halten von alleine in der Klammer fest. Also nicht wundern, wenn sie nicht rauskommen. Dann fassen wir links und rechts die Schrauben an und ziehen die Halterung für die Festplatte raus. Dann gehen wir vorsichtig mit unserem Plastehebel hier drunter und heben die Festplatte vorsichtig an. Achten dabei darauf, dass wir nicht dran ziehen, wegen dem Flachbandkabel, was sich hier dran befindet. Dann fassen wir vorsichtig oben und unten an und ohne Gewalt versuchen wir vorsichtig dieses Kabel abzuziehen. Da, somit haben wir auch das Kabel schon gelöst, legen es wieder rein. Dann haben wir links und rechts
diese zwei Schrauben und auf der anderen Seite haben wir dieselben Schrauben. Die benötigen wir, um die neue Festplatte richtig in dem MacBook zu befestigen. Da dieses wieder ein bisschen dauert, spulen wir vor und ich zeige dann, wie der Einbau weitergeht. Nachdem wir nun die Festplatte vorbereitet haben mit den Haltenasen für die Halterung im MacBook, nehmen wir die Festplatte so rum, achten dabei auf die Stecker, nehmen unser Flachbandkabel und drücken es vorsichtig hinten in den Steckplatz rein. Nachdem es fertig eingerastet ist, setzen wir die Festplatte schräg an im 45 Grad Winkel und gucken, dass wir unten in die dafür vorgesehene Aussparung reinkommen. Dann lassen wir die Festplatte vorsichtig runterfallen, bis sie perfekt aufliegt. Dann nehmen wir auch schon unseren Haltebügel für die Festplatte und setzen diesen wieder ein. Dann nehmen wir unseren Schraubenzieher, schrauben das fest. Und somit ist unsere SSD auch schon eingebaut. Kommen wir nun zu Schritt 4. Der Zusammenbau des MacBooks wieder. Als erstes nehmen wir unseren Stromstecker, den wir vorhin rausgezogen haben, und stecken diesen wieder ein. Dann nehmen wir uns unseren Deckel, setzen diesen vorsichtig wieder auf, passen auf, dass er überall richtig aufliegt, und dann kommt der wichtigste Punkt, die Schrauben wieder reindrehen. Dabei ist zu beachten, dass das MacBook unten die Schrauben nicht gerade bekommt, sondern an diesen Stellen hier werden die Schrauben leicht schräg eingesetzt. Da das auch wieder ein bisschen dauert, spulen wir vor. Somit sind wir dann auch schon fertig mit dem Zusammenbau. Und wir können unser MacBook wieder wie gewohnt einschalten. Nun habt ihr gesehen, wie einfach es ist, den RAM und die Festplatte zu tauschen. Kommen wir nun zum Speedtest. Viel Spaß! Wie wir sehen können, es ist eine deutliche Leistungssteigerung. Und jetzt schauen wir nach, ob alles erkannt wurde. Und wie wir sehen, es wurde alles erkannt, die 8 GB sind voll da.
Ich bedanke mich dann wieder fürs Schauen. Gebt mir einen Daumen hoch oder schreibt mir was in die Kommentare. Und vielleicht sieht man sich auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!